Hallo, ich bin Ramona und heute zeige ich dir, wie du das wohl leckerste Brot ganz einfach selber backen kannst. Das Haferflockenbrot wird komplett ohne Mehl oder Hefe hergestellt und ist nicht nur super lecker, sondern auch gesund. Für dein Brot benötigst du 250 Gramm kernige Haferflocken, 250 Gramm zarte Haferflocken, 500 Gramm Magerquark, 3 Eier, 2 Päckchen oder 3 Teelöffel Backpulver, einen guten Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Chiasamen, 2 Esslöffel Leinsamen, 100 Gramm gemischte Kerne. Zusätzlich benötigst du etwas weiche Butter für die Ultra sowie 20 bis 30 Milliliter Wasser. Zum Zubereiten nehme ich den großen Topfschaber, einen Schneebesen, die große Rührschüssel und die 1,9 Liter Ultrakastenform. Zuerst vermische ich den Magerquark mit den 3 Esslöffeln Backpulver. Dem guten Teelöffel Salz, geht noch ein bisschen, und den 3 Eiern. Als nächstes gibst du die Chiasamen, die Leinsamen, gemischten Kerne, sowie die Haferflocken zum Magerquark hinzu und vermengst alles ganz kräftig, bis ein glatter Teig entsteht. Als nächstes heizst du deinen Backofen auf 180 Grad Umluft vor und fettest deine Ultra gut mit Butter ein. Nun gibst du den Teig in die Ultra, drückst ihn kräftig an und verstreichst ihn dann glatt mit einem Topfschaber. Zuletzt kommt das Wasser über dein Brot und nun gibst du es mitsamt Deckel für 50 Minuten in den vollständig vorgeheizten Backofen. Nach einer Stunde Backzeit ist dein Brot fertig und du kannst es aus der Ultra stürzen. Bis zum Anschnitt lässt du es nun auskühlen. Was für ein leckeres Brot! Ich esse es am liebsten mit selbstgemachter Marmelade oder mit Honig. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Nachbacken und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und über einen freundlichen Kommentar. Du darfst auch gerne meinen Kanal abonnieren, dann verpasst du keine Rezepte mehr.